Was geht ab, liebe Pölersbande? Herzlich willkommen zum neuen Vlog BVB gegen PSG mit Mbappé. Genau so oder so ähnlich. Ja, und wir können die noch in die Euroleague knallen oder sie kommen mit uns weiter. Es geht auf jeden Fall um den Gruppensieg und ob uns das gelingt, das seht ihr jetzt. So, Freunde, drin sind wir im Tempel. Jetzt wollen wir noch mal unsere Plätze suchen. Die sind, glaube ich, ziemlich nice. Und wir haben noch ein paar Minuten, bis das Spiel wirklich losgeht, aber Nobby hat gerade eine absolute Legende beim Interview. Sven Bender, unser Money, ist am Start und da wird mir warm ums Herz, weil das war wirklich noch ein Typ, Leute. Ich weiß immer noch nicht so richtig, was ich für ein Gefühl haben soll, um ehrlich zu sein. Da kann von dir schießen die offensiv richtig weg, bis hin zu kriegen richtig auf den Arsch, alles dabei sein. Aber die Chance, Gruppensieger zu sein, zu Hause gut zu spielen, sich auch mal für dieses Hinspiel zu revanchieren, die ist einfach da. Und da müssen wir ab der ersten Sekunde einfach Gas geben. Und einfach wieder dieses Champions League-Gesicht zeigen, was wir ja können. Und das wünsche ich mir. Schauen wir mal. Da ist er. Der Money. Iron Money. Wenn wir davon 11 auf dem Platz hätten, Freunde, ne? Das waren Zeiten.
macht es richtig gut. Hummels wartet und wartet und wartet und du denkst so, Digga, spiel endlich. Und dann einmal klatschen lassen, dann freigespielt, mach das Ding doch rein. Dortmund 0-0 ist ein Spiel, wurde gerade direkt neben mir gesagt, da können wir auch 2-0 führen, können aber auch 3-0 hinten liegen. Trifft ziemlich gut, offensiv, von beiden Mannschaften wird da viel geboten. Rettungstat hinten auf der Linie war absolute Weltklasse. Einsatz stimmt, Bereitschaft stimmt, unsere Standards kommen gut, erschreckenderweise, also was heißt erschreckenderweise, sehr gut, aber ich bin positiv überrascht. Also wir setzen den schon zu. Donnarumma musste auch ein, zweimal zugreifen. Das ist wieder Champions League-Gesicht. Warum denn nicht in der Liga auch so? Warum denn nicht? Ich verstehe es nicht. Also wenn du mit so einer Bereitschaft auch in der Liga spielst, dann rockst du da auch viel mehr, als du es in den letzten Wochen getan hast. Ja, Paris hat ein bisschen mehr vom Ball. Das ist völlig in Ordnung. Und natürlich sind sie auch noch stark nach vorne. Und wir haben auch Aufbaufehler mit da drin und so. Aber damit kann man jetzt nicht so unzufrieden sein. Das ist schon in Ordnung so. Und ich bin mal gespannt, was wir in Halbzeit 2 machen. Paris muss gewinnen. Paris muss mehr machen, wenn die weiterkommen wollen. Lassen wir uns überraschen. Ich höre gerade neben mir, wir gewinnen. Würde ich so nehmen. Dreckiges 1-0 nehme ich. Nehme ich. Ja! Und dann ist es Adeyemi.
2, Borussia Dortmund trennt sich 1-1 von PSG. Und das auf jeden Fall nicht unverdient. Ich habe es ja in der Halbzeit schon gesagt. Borussia Dortmund kommt unfassbar stark rein in dieses Spiel. Machen wir wirklich, wirklich, wirklich stark. Und dann haben wir auch ähnlich stark nachgelassen, würde ich mal sagen. Also retten uns aber tatsächlich irgendwie 0-0 in dieser Halbzeit. Und ja, eigentlich geht es dann auch doch so weiter, wie Halbzeit 1 endete. Erste dicke Chance direkt nach Wiederbeginn von PSG. Aber wir fuchsen uns wieder rein, wir werfen wieder alles rein und wir suchen auch da wieder unser Glück nach vorne und versuchen auch Entlastung hinzukriegen. Und ganz ehrlich, da stellt PSG vor Probleme. Und je länger das Spiel ging, ja, macht PSG durch Mbappé noch ein starkes Abseitstor. Keine Frage, wie der den reinnagelt, ist brutal. Ist einfach Mbappé, ne? Und das ist auch immer noch die Kaderqualität von Borussia Dortmund, aber unterm Strich. Ja, es ist nicht unverdient, dass wir jetzt in dieser Gruppe, wenn man jetzt alle Spiele nochmal zusammennimmt, dass wir da eben auch Gruppensieger sind und dass wir als Erster weiter sind. Und da kann man auf jeden Fall drauf aufbauen. Und dann zeigen wir ein anderes Gesicht als sonst. Und wenn wir das Gesicht in der Bundesliga öfter mal zeigen würden, dann rasieren wir da auch mehr. So, und das ist das Einzige, was mich ein bisschen ärgert im Vergleich zur Bundesliga. Aber heute bin ich wirklich nicht unzufrieden. Ja, ihr sagt ja immer, Meckerfritze, Meckerfritze, Meckerfritze. Heute, klar, hätte PSG auch die Dinger machen können. Hätten wir vielleicht wieder ein Mecker-Video gemacht. Hätten wir aber auch bekommen. Jetzt nah zum Schluss Marco Reus nochmal mit einer richtig, richtig guten Aktion. Wenn er den besser annimmt, dann ist das eigentlich das 2-1 für Dortmund. Sei es drum, unterm Strich sind wir Gruppensieger. Und das ist geil. Das ist geil, Borussia. So geht's wirklich ums Prestige. Und so kann man auch wirklich in so einer Gruppe würdig in ein Achtelfinale kommen. Ja, es ist immer noch AC Mailand, Verletzungsprobleme. Ja, es ist Newcastle, Verletzungsprobleme. Und die waren nicht so stark. Und du hättest auch in Newcastle verlieren können und so weiter und so fort. Geschenkt. Wir sind Gruppensieger und das ist wirklich gut. Und so haben wir Borussia Dortmund und auch die Bundesliga und den deutschen Fußball international, finde ich, würdig vertreten. Wenn euch dieser Vlog gefallen hat, liebe Leute, wisst ihr Bescheid, dann gerne einen Daumen nach oben, den Kanal abonnieren, wenn ihr es noch nicht getan habt, und Glocke aktivieren. Ich bin heute stolzer Borussia, ich bin eigentlich ja immer stolzer Borussia, aber heute auch stolz auf die Mannschaft, auf die Leistung, vielleicht auch auf die taktischen Kniffe von Edin. Ja, also heute mal wenig Gemecker in dem Sinne. Macht's gut, liebe Leute. Ciao.